So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich weiß ausnahmsweise dieses Mal noch ganz genau, was ich machen wollte. Und zwar ging es um den Bären, den wir uns schnappen wollten, wie auch immer. Als meine Festplatte dann allerdings voll war, war es auch schon aus damit. Das sieht mir aus wie ein Luchs. Na los, komm her. Zack. So, mein Luchspelz hier. Was haben wir denn da drüben? Oh, Feinde. Komm, die hänge ich hier oben mal auf. Wie war das noch gleich genau? Zack. Wurfpfeil. Jawohl, ja, ich liebe es. Ich finde das so genial. Alter, wie awesome. Und da oben baumelt er noch rum. Der Kollege. Oh, was haben wir denn da noch auf der Map? Noch ein Feind? Oh, fast verklickt. Aber wir haben noch einen zweiten Lux erlegt. Sehr gut. Ich muss erstmal mich orientieren. Wo bin ich denn überhaupt? Ah, okay. Wir laufen in die falsche Richtung mal wieder. Wie so oft. Oh. Oh, verdammt. Scheiße. Oh. Das wird er noch teuer bereuen. So, die sind ja leicht zu erlegen. Das ist cool. Ja, komm, scheiß drauf, ist halt beschädigt. Bringt trotzdem noch Kohle. Ne? So. Hui. Ich will da hinten mal zum Wasserfall hin. Ich will gucken, was dahinter ist. Ob da was dahinter ist. Oh, Bären. Bärenfell kann ich auch noch gut gebrauchen. Halt's Maul. Daneben! Oh ja. Zack. Daneben. Ach Mensch, die Jungs lernen es echt nie was. Wow, der hat mich fast verkleckt sogar noch. Oh, jetzt ist er weggelaufen, der dicke Kollege. Zack. So, erstmal hier wieder Bärenpelz und was haben wir hier? Auch nochmal dasselbe. Den Hinweis untersuchen wir aus irgendeinem Grund auch noch. Oh, Überraschung, hier ist ein. Ich dachte gerade, hier ist ein Bär ertrunken, stand da. Alter, ich habe keinen Bock, mich die ganze Zeit mit den Pelzviechern zu bekämpfen. So, ein Stück. Noch in die Richtung muss ich. Die Spur des Bären finden. Ah. So. Ich scheiß da jetzt mal eben drauf. So war das hier. Ich muss mich kurz orientieren. Ne, auf der anderen Seite war es drüben. So, besondere Bärenspur gefunden. Oder auch nicht. Der Bär will erstmal aufs Maul bekommen. Kann er haben. So, Kollege, nochmal. Na gut. Zack. Alter, das kam mal wieder Hammer Epic. Epic. So, ab in die Bärenhöhle. Oh. Der Kollege ist neu da, oder? Die Höhle untersuchen. Einen Weg finden, den Bären herauszulocken. Ah, hier mit der toten Leiche. Alles klar, dann holen wir den mal her. Sehr freundlich abgelegt. Juhu! Zack, sieht nach einem etwas größeren Kollegen hier aus. Ist auch ein Braunbär, kein Schwarzbär. Zack. Oh, nochmal. Ja, der hält wesentlich mehr aus. Ach du Scheiße, der schluckt ja. Jawoll. Alter Schwede. Den häuten wir natürlich auch. Belohnung, Andenken freigeschaltet. Neue Mehrspielerbelohnung.
Bärenfett, ja, das Übliche. Nicht mal irgendwie was Besonderes oder so. Der ganze Standardkram wieder mal nur. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ach du Scheiße, muss ich außen rum, was? Naja. Oh, ein Babybär! Komm mal her, komm mal her! Ich will doch nur spielen! Oh. Alter, der kann fliegen. Heftiges Vieh. Zack. Jawohl, ja. Tja, nicht mit mir. Ne? Hui! Ja, das hat's voll gebracht auch. Naja. Und nochmal, weil es so schön war. So, ich guck mal, ob ich direkt hier hoch kann. Dann muss ich weniger schwimmen und... Nee, scheiß doch drauf, ey. Ach, am Arsch. Heftige Lage. Was macht er da? Hat er gerade genießt oder ist er betrunken? Nun gut. Feder ist gut 200 Meter entfernt. Zack, jawohl, ja. Mehr Lux. Oh, scheiße. Verdammt, ich hab mich verklickt. Okay. Läuft das Vieh einfach weg. Super, ey. Scheiß Pissnaken, ey. Was die... Warum... Ach, egal. Ich reg mich darüber nicht auf. Ah, nicht über sowas. Sah gerade wesentlich höher und cooler aus, als es dann wirklich war. Oh yeah. Was haben wir denn da drüben für einen Feind? Ach so. Eine feindliche Truppe. So, die haben mich nicht bemerkt oder wollten mich nicht bemerken. Warum hält er sich da dran nicht fest? So ein Arsch. Okay, da können wir darüber... können wir? Können wir. Ja, da können wir darüber ran. Über den umgekippten Baum hier. Oh, Biber! Schon scheiße, wenn man so ein bisschen dicklich und langsam ist, was? Ja, aber. Ha, jawohl, noch mehr Biber-Zeug hier. Fell. Scheint hier so eine Art Lager zu sein. Noch ein Biber, jawohl. So. Sehr schön. Ich glaube, damit habe ich, oder hatte ich sogar schon lange, ne? Diese eine Herausforderung hätte ich fast gesagt. Gut, wohin müssen wir denn als nächstes noch? Dahin, sehr gut. Dahin muss ich auch noch einmal, um die Mission abzuschließen. Jagdgesellschaft, ja. Ich würde sagen, ich sammle noch die Federn hier ein. Dann fehlt mir praktisch nur noch in diesem Gebiet was. Ja. Ne? Ja, ist ja gut, Connor. Oh yeah. Mal wieder hammergeil hier über die Bäume laufen. Oh cool, da vorne ist es schon direkt. Alter, die Kanickel sind viel flinker. Die sind wesentlich schwerer zu kriegen, finde ich. Klar, sind ja auch flinker. Zack! Jawohl. Direkt hier eine geballert. Ah, hier ist das Vor, was wir bisher eigentlich nur aus der einen Hauptmission kannten. Wo Washington uns den Auftrag gab. Den einen. So. Zack. Wow. Direkt drauf gehüpft. Wenn man hier lang kann, dann gibt es hier doch bestimmt auch
komm schon, da muss man irgendwie dahinter kommen oder so. Ach, am Arsch. Ich habe mich schon so drauf gefreut, jetzt irgendwie hier sowas Geiles entdeckt zu haben, aber nein. Das war ganz normal gar nichts. So. Auch die Feder hätten wir. Ja, da fehlen uns gar nicht mehr allzu viele. Also ich glaube auch, das hier sind so ziemlich die letzten, ne? Das letzte Mal hatten wir ja schon ganz anständig was gesammelt. Ich würde sagen, wie gesagt, ich sammle die noch ein und dann mal sehen. Geht's mal nach New York. Da gibt es ja auch noch einiges so nebenbei zu erledigen. Die nächste Hauptquest ist dort. Und so weiter und so fort. Ja, mal wieder neu starten. Hier die verkackte Aufnahme. Ist mal wieder. Verdammt, die krieg ich nicht. Egal. Scheiß drauf. Scheiße, die hätte ich bekommen. Verdammt. So eine Art Sumpfgebiet hier. Was haben wir denn da unten? Und tschüss. Wapiti. Davon müssen wir auch noch ein paar fangen. Ich glaube ein oder zwei. Ein. So. Ach, jetzt schwimmt er. Hat's ja auch voll gebracht. Uiuiuiui, okay. Wie komme ich da denn hoch? Ach, das kann man von hier aus so scheiße einsehen, alles. Na, Kollege? Noch ein Biber. Frösche gibt's hier auch, kann man die auch fangen? So, ich muss gerade mal kurz gucken. Daran muss ich, da komme ich daran. Von dort aus würde ich rankommen, aber komme ich auch da drauf? Nee. Ha. Oder schaffe ich es von dort drüben? Nee, ne? Ich guck mich mal kurz. Ich guck mich mal kurz vor allem auch. Ich guck mir das Ganze mal gerade von ein bisschen weiter oben an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen Plan, wie ich da jetzt so rankommen soll. Ah, warte mal. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Ja, genau. Oder auch nicht. Oder das ist gar nichts. Scheiße. Will ich nochmal versuchen, von der anderen Seite ranzukommen. Alter, ich weiß gerade ernsthaft nicht, wie ich da hoch soll. Hier komme ich doch sicherlich hoch, oder nicht? Doch. Alles klar. Jawohl. Jetzt zack. Und hopp. Jupp. Sehr gut. Wäre ich auch andersrum? Nee, so rum wäre ich nie. Nie im Leben wäre ich so daran gekommen. Nun gut. Nächste Feder, neues Glück. Alter, schicke Bude hier. Gut. Ich schau dann gleich mal, ob ich noch so Bock hab, dann zu den anderen Federn jetzt hin, weil ich will mal wieder hier ein bisschen metzeln. Und ich will jetzt dieses geile Wurfmesser hier. Denkst, wie heißt? Jawohl, war schwer. Wurf, Wurfklinge, Wurf, 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 Wurfpfeil. Ja, von mir aus auch so rum. Will ich mehr an Gegnern ausprobieren. So ein bisschen die baumeln lassen und so. Das finde ich richtig fett. Ach komm, da kommst du doch wohl hoch. Juhu, das ist einfach.